Ja, willkommen zurück in Marseille. Ja, hier habe ich jetzt zufällig was gefunden, und zwar einen Haken. Los, her damit. Der Stab hat einen Haken an einem Ende. Ich nehme an, es ist ein Bootshaken. Ja, hier hat doch alles einen Haken, George. Aber na gut, jetzt haben wir endlich etwas, um die Flasche rauszuholen. Komm. Wusste ich's doch, dass dieser Bootshaken für irgendwas sehr praktisch sein würde. Was die Flasche angeht, naja, selbst wenn ich keine Verwendung dafür finde, dann habe ich doch wenigstens die Docks ein bisschen sauberer gemacht. Das ist doch alles, was zählt. Tja, und die Flasche hat natürlich kaltes Wasser und damit können wir den Kamin etwas abkühlen. Die Flasche ist halb voll Wasser. Vielleicht genügt das, um den Kegel so weit abzukühlen, dass man ihn anfassen kann. Na dann, leg los. Ah. Jetzt kann ich in das Kaminrohr reinsehen. Ja, das hat jetzt das großartig was gebracht, aber wir stecken noch die Flasche rein. Jetzt fragt man sich natürlich, warum machen wir das? Weil wir Arschlöcher sind. Die Flasche verstopft den Kamin und in der Hütte sammelt sich der ganze Qualm. Ja, jetzt ist er draußen und wir können rein. Naja, es waren sich halt die Fresse. Haha. Jetzt können wir alles durchgucken hier. Natürlich packen wir alles ein, was nicht nied- und nagelfest ist. Das Paket ist voller Hundekuchen. Jemand hat mir mal gesagt, ein Stück Kohle bringe Glück. Nimm mit. Wer bin ich denn, dass ich gegen irrationalen Aberglauben argumentiere? Ja, vor allem nach all dem, was wir schon erlebt hatten. Gebackene Bohnen in Tomatensoße. Naja, wer es mag. Den würde ich nicht mal tragen, wenn es der letzte Mantel auf dieser Erde wäre. Alles klar, na dann, weg hier. Bevor er wiederkommt. Ach, machen wir uns doch mal mit 20 mal beliebt, indem wir ihnen etwas Hundekuchen geben. Hey, 20! Komm und hol's dir, Kleiner! Aber da wir natürlich miese Tierquäler sind, Ich habe ja leichte Gewissensbisse, den Hund einfach ins Wasser zu schmeißen, aber das vergeht schnell wieder. ja, sonst kommen wir ja leider nicht vorbei. Und Hunde sind eigentlich gute Schwimmer. Für gewöhnlich. Da wollte ich schon sagen. Wie ich es erwartet hatte, schwamm der Hund wie, na eben wie ein Hund. Richtig so. Er wird schon überstehen. So ein Hund ist doch sehr widerstandsfähig, also. Jetzt können wir endlich über den Zaun hüpfen. Aber das nicht kontratransglobal ist. Das Schild sieht aus, als sei es recht stabil an der Wand befestigt. Außerdem will ich es ja gar nicht wirklich als Souvenir mitnehmen. Da steht Condor Transglobal. Ich bin an der richtigen Adresse. Jetzt müsste ich nur noch reinkommen. Ach, wir machen es auf die normale Art. Erstmal anklopfen. Das Gitter lässt sich nur von innen öffnen. Diese Tür ist offenbar der einzige Weg in das Lagerhaus. Klopf an. Da geht doch. Der Lärm muss mein Klopfen wohl übertönt haben. Okay.
Dann müssen wir also dafür sorgen, dass da drinnen erstmal etwas leiser wird. Vielleicht finde ich da oben einen Weg, um reinzukommen. Ja, schauen wir mal. Absaugventilator. Wenn wir den bestimmt kaputt machen, ist sie bestimmt gleich leiser hier. Also, mal gucken. Und... Das funktioniert. Der Ventilator schmorte kurz auf und brannte dann durch, als der Bootshaken seine Rotorblätter verkeilte. Hey, wenn du nochmal so einen Lärm machst, breche ich dir beide Arme. Dieser Rüpel braucht dringend eine Lektion. Karsak ist schon sauer genug, weil wir den Stein nicht bekommen haben. Wenn du irgendwelchen Ärger machst, erzähle ich ihm, dass das alles deine Schuld war. Karsak? Das muss sein Chef sein. Wie kommst du darauf, Georgie? Oh Mann. Aber zumindest dürfte unser Klopfen jetzt hören können. Ja, leider kann er noch nicht flitzen, der gute Mann. Wer ist da? Gute Frage. Ah, nehmen wir einfach das Erste. Der Pizzaservice. Ich habe keine Pizza bestellt. Nein, aber das hier ist doch die Condor Transglobal Schifffahrtsgesellschaft, oder? Ich mag keine Pizza. Och, komm schon, jeder mag doch Pizza. Vielleicht einer der seltenen Fälle von Mozzarella-Allergie. Ja, klar. Nochmal. Hey, was jetzt? Hören Sie, diese Pizza ist schon bezahlt. Sie können sie ebenso gut annehmen. Ich sagte doch schon, ich mag keine Pizza. Nicht mal mit einer extra Portion Oliven? Ich hasse Oliven. Das sind die Hämorrhoiden des Teufels. Kann ich verstehen, aber wir müssen hartnäckig sein. Nimm die Pizza an oder ich trete die Tür ein. Wenn du weißt, was gut für dich ist, machst du diese Tür auf. Und wenn nicht? Ich trete dir ein Loch in den Kopf. Okay, ich komme raus, du Bastard. Okay, ich sollte jetzt abhauen. George, rennen! Ich sagte rennen. Na ja, haben es trotzdem geschafft. Du, wo ist der Pizzabote hin? Ja, so wirst du mich auch nicht finden, Kleiner. Ja, da war jetzt ein Geräusch, dann geht er hin und dann kann ich ihn überwältigen. Schön da stehen bleiben, Kumpel. Dann wird's schön nass für dich werden. Yay! So schnell kann's gehen. Jetzt können wir in Ruhe rein und uns umsehen. Ja, richtig so. Nicht, dass er wieder aus dem Wasser kommt und dann rein will. Das einzig Interessante hier ist ein kleiner Messingschlüssel. Mhm. Vielleicht an der Pinnwand irgendwas? Unter den ganzen Papieren an der Pinnwand fiel mir ein Dokument besonders ins Auge. Ein Lieferschein von Condor Transglobal. Und die Adresse lautete Caramonte City. Wahrscheinlich auch wieder ein Ort, wo wir noch hinkommen können. Lass richtig ziehen, George. Ja, abgeschlossen. Dann halt nicht. Aber wir haben doch jetzt so einen kleinen Messingschlüssel. Vielleicht geht der ja dafür. Oh, das geht doch nicht. Der kleine Messingschlüssel passt nicht in das Schloss. Okay, geht wirklich nicht. Schade. Ah!
Halt! Nicht schießen! Der kleine Kerl hat ein Blasrohr. Das bestätigt meine Vermutung, was mit Nico passiert ist. Ich warte, dass er schießt, aber nichts passiert. Stattdessen will er mir wohl etwas sagen. Was? Was willst du? Er ist aufgeregt, fast verzweifelt. Was ist ihm so wichtig? Gute Frage, reden wir doch mit ihm. Hi, ich tu dir nicht weh. Caramonte! Kommst du daher? Aus Caramonte City? Caramonte! Caramonte! Okay, okay. Was hast du mit meiner Freundin gemacht? Ich gehe nicht ohne sie weg. Wo ist sie? Er scheint mich nicht zu verstehen. Toll. Sag mir, was du mit Nico gemacht hast und ich teile diese Kekse mit dir. Ich weiß, klingt etwas lahm, so mit einer Packung Hundekuchen zu verhandeln. Außerdem, woher soll er wissen, wie gut die schmecken? Ich möchte lieber wissen, woher du das weißt. Was schließt man mit diesem Schlüssel auf? Oh. Scheint seine Fußfessel. Hey, du hast ja Handschellen an den Füßen. Wer war das? Der große Blödmann? Ich lasse dich jetzt frei, okay? Ja, weh, du machst irgendeine krumme Tour hier. Hey, komm zurück! Ja, der macht sich jetzt natürlich aus dem Staub. Der Kleine geht zwischen den Kisten auf Tauchstation. Ja, dann kann es uns ja scheißegal sein. Na dann, aufwärts! Gerade noch rechtzeitig. Ich habe den Lichtstrahl unterbrochen, damit sich die Tür nicht schließt. So kann niemand anders den Aufzug benutzen. Aber was jetzt? Fährt die Kiste? Naja, so viel Zeit hat es also. So, damit dürfte sich diese Tür nicht mehr schließen. Schön. Damit haben wir jetzt erstmal Zeit. Erstmal die Zeit, uns umzusehen. Ein massiver Balken versperrt die Türen. Diese Türen lassen sich nicht öffnen. War ja klar. Ein Fenster einschlagen. Dieses Fenster kann man nicht aufmachen. Mit einer Laufrolle ohne Seil kann ich nicht viel anfangen. Die Statue ist viel zu schwer. Ich schaffe es nicht, sie zu bewegen. Mhm. Die Beschriftung dieser Kiste lautet: Vorsicht, lebende Fracht, nicht werfen. Oben und an den Seiten sind kleine Löcher angebracht. Aus dem Inneren dringen kratzende Geräusche. Oh oh. Was ist da drin? Aber ich möchte lieber nicht riskieren, sie fallen zu lassen und die lebende Fracht kennenzulernen. Okay, verständlich. Was könnten wir hier jetzt noch machen? Vielleicht mit den Handschellen irgendwie? Die Kette ist zu kurz. Die Handschellen reichen nicht von der Statue bis zur Laufrolle. Ach Mann. Ich habe nicht genug Platz, um den Griff zu bewegen. Dann schieb die Kisten weg. Keine Chance. Was immer auch in diesen Kisten ist, es ist sauschwer. Ach, Menno. Moment mal, hier ist ja noch ein Schalter. Können wir da vielleicht mehr Licht machen? Tatsache. Und da sind Kratzer. Als wenn da eine Geheimtür ist. Auf dem Boden ist ein halbrunder Kratzer, so als wäre in der Wand daneben eine Tür geöffnet worden. Na dann machen wir auch die Tür auf. Meine Finger fühlen den Umriss einer Geheimtür in der Wand.
Plötzlich ertaste ich einen kleinen, runden Pfropfen, der völlig plan in die umgebende Holzverkleidung eingelassen ist. Tada! Genau das hatte ich doch gehofft. Ein Geheimraum. Na dann, bestimmt ist Nico da drin. Nico! Du hast die Bonus-Comics freigeschaltet. Aha. Nimm mir erstmal die Statue. Schau dir das hier mal an. Es ist eine kleine Statue einer knienden Figur mit einem aufwendigen Kopfschmuck. Der Kopf ist scheußlich, mit riesigen, starren Augen in einem halbverwesten Gesicht. Hey, irgendjemand versucht hier Lobino-Puppen zu verkaufen. Oh. Na gut, machen wir sie mal frei. So, und wie geht's dir jetzt? Ach, danke, George. Wie um alles in der Welt hast du mich gefunden? Ich wusste, dass Aubier in Marseille gewesen ist. Aber das ist doch jetzt unwichtig. Warum erzählst du mir nicht der Reihe nach, was hier los ist? Angefangen bei diesem Maya-Stein. Ich habe ihn von einem von Kersaks Männern in Paris bekommen. Eigentlich hatte ich eine Ladung Drogen erwartet. Drogen? Ja. Der Beweis, den ich brauchte, um Kersaks Schmugglerring auffliegen zu lassen. Ich hatte es so eingefädelt, dass ich als Kurier für ihn arbeiten sollte. Ich wollte sofort zu Inspektor Mouet gehen, sobald ich den Beweis hatte. Aber statt der Drogen, die ich erwartet hatte, schickten sie mir diesen Stein. Um mehr darüber herauszufinden, rief ich Professor Aubier an, der mich in sein Haus einlud. Zumindest dachte ich, es sei Aubier. Ich verstehe das nicht. Wenn Kersaks Geschäftszweig die Drogen sind, warum will er dann unbedingt diesen Stein in die Hände bekommen? Vielleicht hat er eine bestimmte Bedeutung für die Menschen in Mittelamerika. Es könnte irgendwie Kersaks Mittel sein, sie zur Arbeit für ihn zu zwingen. Auf jeden Fall müssen wir hier raus. Nico, warte! Das Klebeband nehmen wir aber mit. Ich werde das Klebeband behalten. Es könnte mir nochmal nützlich sein. Natürlich. Wir können den Aufzug nicht benutzen. Wenn dieser Schlägertyp Pablo sich wieder erholt hat, wartet er da auf uns. Wir müssen aber irgendwas tun. Wo führt diese Tür hin? Ich bin mir nicht sicher. Ja, deshalb müssen wir jetzt erstmal gucken. Und woher weiß er, dass er Pablo heißt? Ach, Mann. Erstmal die photoelektrische Zelle abkleben. Mit etwas Glück verhindert das Band, dass sich die Türen schließen. Dann kann der Indio den Aufzug nicht benutzen. So, jetzt können wir die Kiste ruhig wieder wegschieben. Jetzt kann ja nicht mehr passieren. Ja, ein bisschen Kisten verschieben, das muss sein. So. Er meint ja vorhin, er kann die Palette, den Paletten...